Leopold von Österreich hat König Richard auf dem Heimweg vom Kreuzzug überfallen. Unser König wurde gefangen gesetzt. Wer hätte geglaubt, dass mein teurer Bruder mir solchen Gefallen täte? Lässt sich von Leopold fangen und legt das Wohl Englands in meine zarte Hand. Wir sind freigeborene Engländer und halten unserem König die Treue. Solange er regierte, lebten wir in Frieden. Aber seit Prinz John die Herrschaft an sich gerissen hat, haben Guy von Gisborne und die anderen Verräter gemordet und geplündert. Mit welchem Recht stört ihr die königliche Justiz? Ich verteidige des Königs Rechte, die ihr missbraucht. Ihr und euer Freund Prinz John. Milord und Ladies, ich begrüße bei uns Sir Robin von Locksley. Wir haben unsere Wälder. Die können viele tapfere Männer schützen und verbergen. Gute Bogenschützen, gute Fechter. Männer, wenn ihr bereit seid, für unser Volk zu kämpfen, folgt mir! Kniet nieder, schwört diesen Eid. Wir freigeborene Männer in diesen Wäldern kämpfen gegen die Reichen, um den Armen zu helfen. Wir nehmen uns der Alten und Schwachen an. Wir schützen die Frauen, Arm und Reich, Normannen und Sachsen. Wir kämpfen für Englands Freiheit. Wir wollen das Land treu schützen bis zur Rückkehr unseres geliebten Herrn König Richard. Robin. Ja? Bitte. Dann liebst du mich. Denn er ist der einzige Mann in England, der die Schwachen vor der Willkür der normannischen Unterdrücker beschützt. Ihr seid fähig und mordet euren Bruder. Ihr nennt mich Verräter? Verräter ist jeder Mann, der das Unglück des Königs für eigene Zwecke ausbeutet. Und mehr als 30.000 Goldstücke in den Rachen dieses Wolfes. Ihr müsst ihn mir fangen. Verstanden? Sherwood, milady. Im Mai 1938 feierte The Adventures of Robin Hood seine Premiere in den USA. Die Warner Brothers Produktion war damals ein großer Erfolg und sollte in der Folge zu einem der wichtigsten Werke der Filmgeschichte werden. Der Film, der mit seinem 2 Millionen Dollar Budget die bis dahin teuerste Filmproduktion Warner Brothers überhaupt war, spielte fast 4 Millionen Dollar ein. Inflationär wären das heute etwas mehr als 74 Millionen Dollar. Bedenkt man, dass ein Kinoticket 1938 gerade einmal 25 Cent kostete und der Film anders als heute nicht zeitnah überall in der Welt zu sehen war, ist der Erfolg des Films schon beachtlich. Warner Brothers war zumindest mehr als zufrieden, da der Film auch bei den Kritikern großen Zuspruch fand und im Nachhinein 3 Oscars gewann. Deutschland war eines jener Länder, in welchem der Film damals nicht in die Kinos kam, da der Zweite Weltkrieg dafür sorgte, dass viele US-Produktionen erst Ende der 40er Jahre ihren Weg nach Europa fanden. Somit kam der Film erst im September 1950 offiziell in die deutschen Kinos unter dem Titel Robin Hood, König der Vagabunden. Heute wird er aber dem Originaltitel entsprechend Die Abenteuer des Robin Hood betitelt, zum Beispiel auf der Blu-ray. Die Abenteuer des Robin Hood wird heute von vielen allgemein als die wichtigste Verfilmung des legendären Helden angesehen. Keine Figur wurde so oft verfilmt wie Robin Hood. Heute gibt es unzählige Produktionen und immer noch gibt es alle paar Jahre neue Verfilmungen. Damals im Jahr 1938 war Die Abenteuer des Robin Hood auch nicht die erste Verfilmung des Bogenschützen. Die erste gesicherte Robin Hood Produktion gab es schon 1908, zudem 1912 und 1913. Aber die wichtigste war jene aus dem Jahr 1922 mit dem damaligen Superstar Douglas Fairbanks in der Rolle des Robin Hood. Mit für damalige Verhältnisse riesigen Produktionskosten für Ausstattung und Sets. Zudem noch heute spektakulären Stunts und akrobatischen Einlagen von Douglas Fairbanks war dies die bis zum Erscheinen der 1938-Verfilmung wohl beste und wichtigste Verfilmung von Robin Hood.
Mitte der 30er Jahre wollten die Warner Brothers einen Imagewechsel ihres Studios erreichen. Damals galt Warner als Filmschmiede für Musicals und Gangsterfilme. Ein erster Versuch war 1935 eine Verfilmung von William Shakespeares Ein Sommernachtstraum. James Cagney, der im Film mitwirkte, aber vornehmlich für seine Darbietungen in Gangsterfilmen bekannt war, sollte nun auch die Hauptrolle in einer Robin Hood-Verfilmung übernehmen. Erste Drehbücher wurden verfasst und Ideen zum Film besprochen, als James Cagney, der schon länger mit den Köpfen von Warner im Clinch lag, sich entschloss, Warner Brothers den Rücken zu kehren und für über 2 Jahre nicht mehr für das Studio zu arbeiten. Auf einmal hatte der neue Robin Hood keinen Robin Hood mehr. Aber alles änderte sich 1935, als ein Film namens Captain Blood in Deutschland unter Piratenflagge in die Kinos kam und einen jungen, gut aussehenden und verwegenen Darsteller präsentierte, der zum Superstar werden sollte. Es war der junge Errol Flynn, der wie aus dem Nichts Hollywood erobern sollte. 1933 gab der 24-jährige Flynn sein Filmdebüt in einer wenig beachteten australischen Verfilmung über die Meuterei auf der Bounty, in welcher Errol Fletcher Christian verkörperte. Kaum 2 Jahre später war er der Star eines Kassenschlagers. Errol Flynn verkörperte alles, was man von einem Robin Hood und würdigen Nachfolgers Douglas Fairbanks erwartete. Gut aussehend, athletisch, charismatisch und mit britischem Akzent ausgestattet. Robin Hood war geradezu auf Errol Flynn zugeschnitten. Die Entscheidung, Errol die Hauptrolle in Robin Hood zu geben, war nicht nur klug, sie war heute betrachtet ein wichtiger Punkt der Filmgeschichte. Während der Entwicklung des Films kam den Verantwortlichen dann die Idee, Robin Hood im fabelhaften Technicolor zu drehen. Die Idee vom Farbfilm war damals nicht mehr neu, aber es war eine Frage der richtigen Technik. In den frühen Anfangstagen des Farbfilms wurde das Filmmaterial noch per Hand koloriert. Dies war extrem zeitaufwendig und einfach nicht praktisch. 1935 allerdings ermöglichte das neu entwickelte Technicolor-Verfahren erstmals Spielfilme in schönen Farben zu präsentieren. 1937 mit dem Erscheinen von Disneys Schneewittchen und die 7 Zwerge schaffte Technicolor seinen Durchbruch. Robin Hood war da ein wichtiger Beitrag, dem Verfahren zu noch mehr Ruhm zu verhelfen. Und später folgten noch Der Zauberer von Oz und natürlich Vom Winde verweht. Nachteil war nur, dass es einfach sehr teuer war. Man benötigte die richtigen Kameras und brauchte am Set extrem viel Licht. Für die Regie holte man einen Mann namens William Keighley. Keighley hatte schon einige andere Filme für Warner gemacht, so auch den ersten Technicolor-Film des Studios überhaupt, und er hatte zuvor auch schon mit Errol Flynn gearbeitet. Seine Verpflichtung für Robin Hood war somit mehr als logisch. Errol Flynn, der mit Robin Hood das Genre des Mantel- und Degen-Films nun endgültig für mehrere Generationen prägte und zum Symbol des verwegenen Hollywood-Helden wurde, blickte nach Robin Hood auf eine unfassbar erfolgreiche Karriere. Seine Filme spielten viel Geld ein, und der charismatische und schillernde Errol Flynn führte abseits seiner Filme ein glamouröses Hollywood-Leben. Errol, der dem weiblichen Geschlecht verfallen war und zig Affären hatte, geriet dadurch in große Schwierigkeiten. Ihm wurde Unzucht mit Minderjährigen vorgeworfen. Eine Rufmordkampagne sollte ihn zerstören. Zudem wurde Errol über die Jahre ein immer stärkerer Trinker. Früh morgens um 7 trank Errol schon vor Beginn der Dreharbeiten ein Glas Wodka mit Zitrone. Seine Beliebtheit als Actionheld schadete das alles aber nicht. Erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges flachte Errols Karriere extrem ab. Der Geschmack der Zuschauer änderte sich und Errols Alkohol- und Drogenkonsum wurde im Laufe der Jahre immer problematischer. Zudem war er Kettenraucher. Das war nun auch deutlich sichtbar. Errols Filmkarriere versank im Verlauf der 50er Jahre dann auch ins Nichts. Am 14. Oktober 1959 starb Errol Flynn, deutlich gezeichnet von seinem Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie einer Malaria-Krankheit, an die er seit seiner Jugend litt. Er wurde nur 50 Jahre alt. Olivia de Havilland gab 1935 mit 19 in dem vorhin schon einmal erwähnten Ein Sommernachtstraum ihr Leinwanddebüt und war 1935 ebenfalls in Unter Piratenflagge an der Seite von Errol Flynn zu sehen. Die beiden jungen, unbekannten Darsteller harmonierten perfekt miteinander, so dass Warner das Leinwandpaar über die Jahre in 7 weiteren Filmen einsetzte. Ihre Rolle als Maid Marian in Robin Hood markiert aber wohl den wichtigsten Auftritt von ihr gemeinsam mit Errol Flynn. Jahrelang wurde den beiden auch abseits der Leinwand eine Affäre nachgesagt, was Olivia immer wieder verneinte. 1939 war Olivia dann im Epos Vom Winde verweht zu sehen und war für ihre Rolle in dem Filmklassiker für den Oscar nominiert. 1947 und 1950 gewann sie die Statue dann auch tatsächlich.
Olivers Filmkarriere umfasst eine Zeitspanne von 53 Jahren. Vornehmlich erinnere ich mich, sie als Kind abseits von Robin Hood in einer Nebenrolle in der Fernsehminiserie Facken im Sturm gesehen zu haben. Obwohl ich natürlich aufgrund der Jahrzehnte Unterschied dies nicht bemerkte. Am 26. Juli 2020 starb Olivier im Alter von 104 Jahren in ihrem Haus in Paris eines natürlichen Todes. Basil Rathbone, der Guy von Gisborne spielt, begann seine Karriere auf der Bühne. Vor allem in Shakespeare-Stücken war der Brite zu sehen. 1921 drehte er seinen ersten Stummfilm. Mitte der 30er kam dann der Durchbruch, besonders in Mantel- und Degenfilmen, in welchen er fast immer den Bösewicht verkörperte. In Unter Piratenflagge war er ebenfalls genau wie Errol und Olivia zu sehen. Hier natürlich auch als der Widersacher. Zudem war er als Schurke in Das Zeichen des Zorro zu sehen. Seine Fechtduelle in Filmen sind legendär und zu seiner Zeit war er Hollywoods bester Fechter überhaupt, der auch Kollegen Unterricht gab. Später erlangte er weiteren Ruhm, als er zwischen 1939 und 1946 in 14 Filmen Sherlock Holmes spielte. Basil starb im Juli 1967 mit 75 an einem Herzinfarkt. Claude Rains, der Prinz John spielt, war ein britischer Darsteller, dessen Karriere mehrere Jahrzehnte umfasste und der besonders für seine Darstellung von Bösewichtern geschätzt wurde, die intelligent und gerissen waren. Er starb im Mai 1967. Eugene Pallette, der Bruder Tuck spielt, begann seine Karriere 1910 in Stummfilmen als Stuntman und entwickelte sich über die Jahre zu einem beliebten Darsteller in eher komischen Rollen. Auch in Robin Hood konnte er sein komödiantisches Talent zeigen. Eugene Pallette starb am 3. September 1954. Robins Freund Will Scarlet wird von Patrick Knowles gespielt. Ursprünglich wollte man David Niven haben, der aber nicht zur Verfügung stand. So nahm man Patrick Knowles, der ebenfalls schon mit Errol Flynn gearbeitet hatte. Ab den späten 50ern war Patrick vornehmlich im Fernsehen zu sehen und 1973 beendete er seine Karriere. Er starb am 23. Dezember 1995 mit 84 Jahren. Alan Hale, der Little John spielt, verkörperte diese Rolle schon 1922 in dem Douglas Fairbanks Robin Hood. In dem Film Robin Hoods Vergeltung sollte Alan die Rolle des Little John sogar ein drittes Mal spielen. Über eine Zeitspanne von 28 Jahren war Alan in drei Filmen in derselben Rolle zu sehen gewesen. Robin Hoods Vergeltung war zugleich auch seine letzte Filmrolle, da Alan am 22. Januar 1950 an den Folgen eines Leberleidens und einer Virusinfektion mit 57 Jahren starb. Als es daran ging, die Kostüme für den Film zu entwickeln, war es sehr wichtig, einen extrem farblichen Kontrast zu erreichen. Robins erdfarben-grünes Kostüm sollte den Unterschied zwischen den Armen und Reichen um Prinz John und seinen Anhängern vermitteln, die viele verschiedene leuchtende Farben tragen. Zudem sollte auch das Technicolor perfekt eingesetzt werden. Alle 11 damals überhaupt existierenden Technicolor-Kameras wurden für den Film eingesetzt. Nach jedem Produktionstag mussten sie an die Firma zurückgegeben und am nächsten Tag wieder abgeholt werden. Die Dreharbeiten begannen am 26. September 1937 und dauerten bis zum 14. Januar 1938. Die Außenaufnahmen entstanden nördlich von Sacramento und westlich des San Fernando Valleys in Kalifornien. Der kalifornische Wald bei Chico diente als Ersatz für den Sherwood Forest. Mit den Dreharbeiten bei Chico ging man das Risiko ein, dass die Produktion mit schlechtem Wetter und Regen konfrontiert würde, was auch passierte. Zumal, da man Ende September bzw. Oktober dort 6 Wochen drehte und der Herbst Einzug hielt, mussten die Blätter der Sträucher und Büsche mit grüner Farbe besprüht werden, da sie schön saftig grün leuchten sollten. Zudem wurden in dem sehr aufgeräumten Wald künstliche Felsen und Bäume eingesetzt, um den Wald dichter und verwilderter wirken zu lassen. Das Bogenschützenturnier wurde im Freizeitpark Busch Gardens in Pasadena gedreht. Die Szenen im Nottingham Castle entstanden auf einer Ranch von Warner Brothers in Calabasas. Bei den Szenen, in welchen Personen von Pfeilen getroffen wurden, habe ich mich immer gefragt, wie die Filmemacher das getrickst hatten. Und wie sich herausstellte, gar nicht. Der Kunstschütze Howard Hill, der auch in einer Nebenrolle als der Anführer der Bogenschützen zu sehen ist, schoss tatsächlich mit Pfeilen auf Nebendarsteller und Stuntmänner. Als Schutz trugen diese Beschossenen unter ihren Kostümen Eisenpanzer und Holzbretter vor ihrer Brust. Für das Risiko, welches die Männer eingingen, bekamen sie $150 pro Schuss. Als man die Dreharbeiten des Turniers begann, war der Film schon deutlich hinter dem Drehplan. Jeder Tag mehr kostete Geld. Zudem sahen sich die Studiobosse erste Aufnahmen des Films an und waren extrem unzufrieden mit den schwachen Action-Szenen. So machte man, was damals gar nicht so unüblich war. Man wechselte den Verantwortlichen für die Regie.
Geholt wurde Michael Curtiz, ein ungarischer Regisseur, der damals ein sehr erfahrener Filmemacher war, der in Europa und auch hier in Deutschland schon über 60 Filme gemacht hatte. Mit fast 40 ging er dann nach Hollywood, wo er Warner Brothers bei zum am schnellsten wachsenden Filmstudio machte. Curtiz war es, der bei Unter Piratenflagge Regie geführt hatte und Errol Flynn zum Filmstar machte. Curtiz war schnell, effizient und innovativ. Curtiz ging mit der Crew zurück nach Chico, um noch ein paar Aufnahmen neu und ergänzend zu drehen. Zudem drehte man im Lake Sherwood in den Santa Monica Mountains in Ventura County. Hier drehte schon Douglas Fairbanks seinen Robin Hood und daher rührt auch der Name des Waldes, den dieser aufgrund der damaligen Dreharbeiten bekam. Die Arbeit der Kameramänner Sol Polito und Tony Gaudio zeichnet sich vor allem durch den Kontrast zwischen dem Schloss und dem Wald aus. Während der Wald in überwiegend hellen, meist grünlichen Tönen und bei hellem Licht gefilmt wurde, wirkt das Schloss expressionistisch, düster und karg. Während Robin meist nah an der Kamera und auf Augenhöhe mit dem Zuschauer ist, werden die Darsteller im Schloss distanziert gezeigt. Errol Flynn behauptete zwar später, er habe alle seine Stunts im Film selber gemacht, aber das stellte sich im Nachhinein als die Unwahrheit heraus. Aus versicherungstechnischen Gründen dürfte Errol nicht alle Stunts selbst machen. Als Fechtmeister wurden der Belgier Fred Cavins und sein Sohn herangezogen, die das ganze Filmset mit genauen Anweisungen tyrannisiert haben sollen. Errol Flynn ignorierte bei den Kampfszenen aber Cavins Anweisungen zumeist und verließ sich bei den Duellszenen ganz auf seine natürliche Begabung. Und mit seinem Duellpartner Basil Rathbone hatte er ja den besten Fechter Hollywoods an seiner Seite. Und diese Fechtszene ist in der Tat wunderbar choreografiert. Wobei die Schatten der Kämpfer, welche dramatisch auf der Burgmauer tanzen, heute noch visuell aufregend sind und einzigartig wirken. Für das Ende des Films drehte man eine Szene, in welcher Robin und Marion zu Pferd in den Sonnenuntergang reiten. Doch diese Szene wurde letztlich nicht verwendet und so endet der Film mit der Szene im Schloss. Als die Dreharbeiten beendet waren, war man weit über dem veranschlagten Budget und Drehplan. Aber alle wussten, dass man hier etwas ganz Besonderes im Kasten hatte. Die Musik zum Film stammt aus der Feder des österreichischen Komponisten Erich Wolfgang Kongold. Kongold wurde im Mähren, damals Österreich-Ungarn, heute Tschechien, geboren und galt wegen seiner Begabung als Wunderjunge. Der österreichische Komponist Gustav Mahler nannte Kongold ein musikalisches Genie. Mit 11 komponierte Kongold das Ballett Der Schneemann, mit 14 seine erste Orchesterpartitur und mit 23 seine erste Oper Die Tote Stadt. In dem 1937 gedrehten Spielfilm Der Prinz und der Bettelknabe spielten Errol Flynn und Claude Rains schon einmal zusammen und Kongold war auch dort schon für die Musik verantwortlich. Auf die Anfrage Warners reagierte er eher verhalten. Kongold fühlte sich als Komponist des Dramas und des Herzens und sich wenig verbunden mit dem, was er als zu 90% einen Actionfilm hielt. Doch Warner blieb hartnäckig, so dass Kongold sich doch bereit erklärte, mit der Komposition unter der Bedingung zu beginnen, dass er keinen Vertrag hätte, sondern von Woche zu Woche bezahlt würde, damit er jederzeit das Projekt verlassen könne, wenn er unzufrieden wäre. Noch bevor Kongold zu komponieren begann, wurde Österreich von den Nazis annektiert und sein Haus in Wien beschlagnahmt. Damit waren nun alle Juden in Österreich gefährdet, so dass Kongold bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Amerika blieb. Später sagte Kongold, dass die Arbeit an Robin Hood ihm das Leben gerettet hätte. Kongolds Musik, obwohl ein Produkt seiner Zeit, ist dennoch noch heute total interessant. Kongolds Einfluss hört man bei manchen Filmkomponisten sogar noch heute. Die Musik zu Robin Hood war damals völlig frisch und neu, und was damals gut war, ist es auch noch heute. Kongold behandelte jeden Film als eine Oper ohne Gesang. Jede Figur hat ihr eigenes Leitmotiv. Kongold schuf einen intensiv romantischen, melodischen und sehr verschachtelten Soundtrack. Wer ein John Williams-Fan ist, hört in dessen Musik eindeutig, wie sehr dieser Kongolds Musik verehrt. Viele Star Wars-Stücke tragen eindeutig Kongolds Einfluss. Kongolds Ziel war, dass die Musik getrennt von den bewegten Bildern auch alleine im Konzertsaal bestehen kann. Es ist erstaunlich, wie frisch die Musik noch immer klingt. Voller Witz, voller Magie, Lebendigkeit, viel Romantik und dabei so viel musikalische Klasse, dass man ihn nicht zu Unrecht als einen der besten Filmscores aller Zeiten bezeichnet. Deswegen glaube ich, dass eine Anschaffung für Interessierte sich absolut lohnt. Zwar gab es in den späten 30ern keine Soundtrack-Veröffentlichung, aber über die Jahre gab es mehrere Releases des Soundtracks.
Ich persönlich empfehle die Veröffentlichung aus dem Jahr 2003, eingespielt vom Moskauer Symphonieorchester. Hier bekommt man den vollen Umfang von Korngolds Musik in exzellenter Klangqualität. Robin Hood, Held der Vagabunden, beziehungsweise die Abenteuer des Robin Hood, ist wohl der Film, der das romantische und vorherrschende Bild, das man von Robin Hood als Kind in seinem Kopf hatte, perfekt wiedergibt. Als ich als kleiner Junge Bilder in Büchern von Robin Hood sah, war es, als ob diese direkt aus diesem Film stammen würden. Die Farbenpracht, der märchenhafte Wald, das simple Gut gegen Böse und der unfassbare und einmalige Errol Flynn als Robin Hood. Ich habe diesen Film als Kind ein einziges Mal im Fernsehen gesehen und doch blieben mir bis heute prägnante Bilder im Gedächtnis. Der Sherwood Forest und das Outfit von Robin Hood. Wenn man sich den Film heute ansieht, möchte man beinahe selbst durch den farbenfrohen und schönen Sherwood Forest wandern. Der Film hat Robin Hood wohl tatsächlich das vorherrschende und romantische Image des Helden, der die Reichen bestiehlt und den Armen zurückgibt, bis heute geprägt. Alle anderen Robin Hood Filme, die danach kamen, haben immer wieder Errol Flynn gehuldigt. Disneys Robin Hood Zeichentrickfilm ist eindeutig von dem 1938er Film beeinflusst. Kevin Costners Robin Hood huldigt ebenfalls Errol Flynn. Und es gibt noch so viele Beispiele. Und bedenkt man, dass es wohl über keine Figur so viele Filme und Serien gibt wie über Robin Hood und dass dieser Film immer noch heute neue Verfilmungen beeinflusst, kann man schwerlich verleugnen, dass der 1938 Robin Hood die wichtigste Verfilmung des Helden überhaupt ist. Noch heute kann man sich diesen Robin Hood problemlos ansehen. Der Film ist kurzweilig, unterhaltsam und hat tolle Stunts. Die immer noch ansehnliche Action gefällt auch heute noch. Klar ist das alles bei weitem nicht so elegant und stylisch wie in aktuellen Produktionen. Das heißt aber nicht, dass dieser Robin Hood nicht funktioniert. Im Gegenteil. Zudem ist der clevere Einsatz von Farbe einfach immer noch beeindruckend. Hier hat sich die Umsichtigkeit und harte Arbeit der Filmemacher extrem ausgezahlt. Die saftig grünen Wälder, der strahlend blaue Himmel, die bunten und knallenden Farben der reichen Edelleute, es ist immer noch spektakulär anzuschauen. Familien können diesen Robin Hood heute immer noch gemeinsam schauen, der einfach als Familienspaß auch noch heute zu überzeugen weiß. Errol Flynn war einfach perfekt für diese Rolle gewählt. Frech und heldenhaft verleiht er Strumpfhosen tragend Robin Hood das noch heute vorherrschende Image des spitzbübischen und schlauen Fuchses, der unbekümmert in den Wäldern des Sherwood Forest mit seinen Männern Abenteuer erlebt und dem bösen Prinz John und seinen Anhängern das Leben schwer macht. Zusätzlich gibt es die obligatorische Liebesgeschichte. Olivia und Errol sind bezaubernd zusammen. Ganz keusch und aus der Ferne liebend erobert Robin Hood das Herz seiner Marian. Klar ist der Film eindeutig an vielen Stellen angestaubt und kann heutigen Produktionen nicht mehr Paroli bieten. Aber wiederum können andere Filme niemals mehr, glaube ich, diesen märchenhaften Charme und Witz zaubern. Dies ist die Stärke und noch heutige Anziehungskraft der 1938er Verfilmung. Deswegen hoffe ich, mit diesem Video hier einige ermutigt zu haben, die Abenteuer des Robin Hood eine Chance zu geben und sich selbst zu überzeugen, warum Errol Flynn und sein Film noch heute als der beste Robin Hood aller Zeiten gilt. Wer hätte geglaubt, dass mein teurer Bruder mir solchen Gefallen täte? Lässt sich von Leopold fangen und legt das Wohl Englands in meine zarte Hand. Ihr alle habt ihre Grausamkeiten am eigenen Leibe gespürt. Man hat euch geschlagen, geblendet und verstümmelt, eure Häuser verbrannt und eure Frauen geschändet. Einer aber muss unbedingt hängen. Ein Sachse und Rebell. Wer ist das? Sir Robin von Locksley. Und vom heutigen Tage an gilt Robin von Locksley als vogelfrei. Er ist zum Tode verurteilt. Ihr nennt mich Verräter? Ich tue es. Ja. Ich sage euch den Kampf an. Die gerechte Sache wird siegen. Und ich werde nicht ruhen, bis jeder Sachse in England wieder frei ist und sein Schwert für König Richard zieht. Welchen Gewinn habt ihr davon? Gewinn? Denn er ist der einzige Mann in England, der die Schwachen vor der Willkür der normannischen Unterdrücker beschützt. Männer, wenn ihr bereit seid, für unser Volk zu kämpfen, folgt mir! Feuer!